Große Liebe. Florian Silbereisen hat Beatrice Egli in ein Luxusresort mitgenommen. Dass die beiden goldenen Namen Beatrice Egli Florian Silbereisen vom Musikdorf der Reiz sein sollen, der die Menschen zum Aufsehen und zum Jubeln bringt. Denn diese beiden Sänger sind so kompatibel, vom Aussehen bis zum Bekanntheitsgrad in ihrer Karriere. Florian Silbereisen und Beatrice Egli sind wie füreinander gemacht. Bisher wurde im Vergleich zu den Ex-Freunden, Ex-Freundinnen, die Beatrice Egli und Florian Silbereisen schon kannten, niemand von der Online-Community so positiv unterstützt und reagiert wie jetzt, wenn die beiden erfolgreich werden. Dieses Paar wird immer als das glücklichste und leidenschaftlichste Paar im Showbiz bezeichnet. Am 21. Dezember sahen die Paparazzi das Sängerpaar gemeinsam am Strand des berühmtesten Resorts des Landes spazieren gehen. Sie sollen die Weihnachtsferien genießen. Anfang letzten Jahres teilten Florian Silbereisen und Helene Fischer ihren Fans mit, dass sie getrennte Wege gehen würden, da sie sich beide für diese Liebesbeziehung nicht geeignet fühlten. Angesichts ihrer Persönlichkeiten sind Florian Silbereisen und Helene Fischer eher als Freunde geeignet. Einige Zeit später sahen die Paparazzi, wie Florian Silbereisen und Beatrice Egli eine Juniorin des gleichen Geschlechts hinter den Kulissen eines Auftritts intime Gesten machten. Kurz darauf gaben Florian Silbereisen und Beatrice Egli offiziell zu, dass sie mit der Öffentlichkeit zusammen waren und erhielten von der Community begeisterte Zustimmung. Zuletzt wurde der gut aussehende Sänger mit seiner 7-jährigen kleinen Freundin vom Volk erwischt, um gemeinsam Weihnachten in einem Luxusresort zu feiern. Das Paar entspannte sich für einen Spaziergang und ein Sonnenbad, eine poetische Szene, die von der Linse eingefangen wurde. Fans scheinen zu sehen, wie sich die rosa Farbe der Liebe in der Luft ausbreitet. Süß lässt die Herzen der Fans dieses Paares schmelzen. Auf der Seite von Helene Fischer, Florian Silbereisens Ex-Geliebte, haben Florian Silbereisen und Helene Fischer trotz der Trennung von ihrem Freund immer ein gutes Kollegen- und Freundschaftsverhältnis gehalten. Der Respekt, den sie trotz der Trennung füreinander haben, lässt die Online-Community das Verhalten der beiden sehr schätzen und respektieren. Beide sagten, sie fühlen sich zusammen wohl. Sie sind wirklich wie beste Freunde und haben absolut nicht die Absicht, romantisch mit einem Ex auszugehen. Aktuell soll Helene Fischer zudem in einer zweideutigen Beziehung zu einem anderen männlichen Künstler der Welt stehen. Da die Hauptseite es noch nicht bestätigt hat, glauben die Leute auch halb an dieses Gerücht. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben. Denken Sie daran, unten Kommentare zu hinterlassen, um die Beziehung zwischen Florian Silbereisen und Beatrice Egli zu segnen. Glaubst du, die beiden sind wirklich glücklich zusammen? Folgen Sie uns unten, um Updates zu ihrer Liebe zu erhalten.